Ich geh dort nicht rein und aus! Hast du das gehört? Nein, okay. Martina, mir reicht's jetzt. Ich will raus hier aus dem scheiß Haus. Ich suche jetzt am Ausgang. Bitte, Roxanne. Hallo. Unser Freundin Steffi war gestern da und hat den letzten Hinweis erinnern versteckt. Ich währenddessen mit ihr telefoniert. Haben Sie es gesehen? Und warum liegt da Ihr Handy da? Sollen wir zurück zum Treffpunkt wahrscheinlich mal abgeschlossen, oder? Das gibt's ja nicht! Die Tür ist zu! Ich war nicht gut! Gehen wir! Ehrlich, ich hab genug! Janine, ich hab mich selber gesehen! Ich hab mit mir selber geredet! Ich will jetzt wissen, wie das sein kann. Ich hab uns sicher was ins Dringer da. Tina! Sie ist da! Ich hab Kontakt zu ihr! Julia? Bist das du? Oder es hat zwar wirklich gezielt auf sie angesehen. Ich fühle mich so furchtbar alleine, seitdem sie weg ist. Ihr Leiche haben sie gefunden, eingesperrt war es auch. Naja, nach dem Selbstmord schaut es nicht unbedingt aus, oder? Deine persönliche Erlöser bin ich. Sie war verschwunden, weil sie irgendwer entführt hat. Ich hab keine Dämonen in mir. Oh! Hilfe! Bitte nicht! Deine ist halt die Kosten! Du bist draußen. Danke, Sabine. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Hanna! Ich will einfach nicht bei der Mama bleiben. Dass du selbstsüchtige alte Frau bist. Mein eigenes Kind? Hast du mich? Der Simon bleibt jetzt einmal für ein paar Tage bei mir. Hanna und der Victor sind umgebracht worden. Was? Na, du verstehst das einfach nicht. Ich möchte meinem Bruder wieder zurückkommen. Ist doch ja. Hey, irgendwer ist in meinem Haus! Es wären irgendwelche Halloween-Idioten gewesen, seit ich einen Scherz mit dir lasse. Das sind auch nicht. Ich kann nichts dafür, okay? Alter Simon! Scheiße! Dieser Hex, sie ist halb von einem Zirkel und die anderen sind am Weg! Vita, redet, zedet, mortem! Du kannst nichts mit dem machen, siehst du, ey? Hey Leute, ich bin's euer Mad Max. Bin wieder mal mit meinen alten Freunden Lena und Tom unterwegs. Hallo, sagt Hallo. Hi. Hallo. Wir haben ziemlich lange nichts mehr gemacht miteinander, aber wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. Da haben wir gedacht, machen wir was gemeinsam. Was gibt's Besseres als Wandern? Yay! Kleine Pause eingelegt. Ich geb's zu. Ich hab mich ein bisschen verlaufen. Ich meine, ohne Weg oder ohne sonst aber irgendwas. Gibt's es ja nicht zu, ne? Keine Ahnung, was die alle haben. Ja, wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir nachher weiter, ob wir einen Weg wiederfinden. Ich hoffe's. Ich war doch 100.000 Mal da, wie du immer gesagt hast. So Leute, wir sind jetzt gut 6 Stunden gewandert und haben endlich einen Platz gefunden, wo wir das Dirt aufbauen können. Recht gemütlicher Platz eigentlich. Der Tom hinter mir baut gerade das Dirt auf. Tom, wie schauen wir aus? Ja, könntest du bitte mal das Handy weglegen und mir irgendwie helfen? Dann war man nämlich viel schneller fertig. Ja, okay. Lena, wie schaut es bei dir aus? Ich versuche gerade, dass ich einen Ritschi anrufe, aber ich habe da überhaupt keinen Empfang. Brauchst du nicht, du sollst mitfilmen. Ah, ja, gleich. Was für ein Scheiß! Okay, der Tag neigt sich jetzt dem Ende zu. Es ist schon ziemlich dunkel draußen. Ziemlich beängstigend. Tom, wie hat es dir gefallen bis jetzt? Boah, wir sind die Vierswehr und eigentlich bin ich K.O. und ich möchte nur noch mehr schlafen, aber es war durchaus ein lässiger Tag auf jeden Fall. Ja, dann kann ich euch zustimmen, es war echt witzig. Weißt du eigentlich, wo wir sind da? Boah, keine Ahnung, aber hey, du hast das Wochenende organisiert, also solltest du auch wissen, wo wir jetzt sind. Alles klar, bleibt wohl ein Geheimnis. Tom, möchtest du mal ganz kurz erzählen, wie wir uns ja nicht kennengelernt haben? Boah, das erzähle ich morgen. Ich werde jetzt nämlich pennen. Gute Nacht. Okay, der Tom ist offensichtlich müde und will schlafen. Die Lena ist, glaube ich, noch draußen und versucht, dass sie einen Empfang kriegt. Lena, wo bist du? Lena? Lena? Hey, du warst mit deinem Orientierungssinn, brauchst jetzt eigentlich nicht so wirklich um und um, gell? Lena? Hey, das finde ich gerade echt nicht witzig, Lena. Lena? Lena? Fuck! Lena? Alles okay? Fuck! Ach du Scheiße!
depperte Tanzen hat mich nicht durchlassen. Was ist los? Ich hab mich selber gesehen, verdammt! Es war so arg. Ich hab mich überhaupt nicht bewegen können. Ich war wie erstarrt vor Angst. Ich hab auch schon mal so einen Traum gehabt. Da hab ich mir gedacht, dass ich wirklich wach bin. Aber Gott sei Dank bin ich dann aufgewacht. Ja, und ich bin munter geworden und der Typ mit der Maske ist genau vor mir gesessen. Bald zumindest geglaubt. Später bin ich dann eh richtig im Schlafzimmer munter geworden. Ma Silvia, ich sag das, ich glaube, ich verliere den Verstand. Okay, das ist einfach viel jetzt in der letzten Zeit. Was ist denn eigentlich mit Simon? Ich weiß nicht. Er sitzt halt mal selber und Richard. Ich hoffe, dass er sich bald beruhigt. Jetzt wird sie sicher wieder einrinken. Glaub mir's. Ja, hoffentlich hast du recht. Man sieht, ich muss eh Nico anrufen. Gestern haben wir ausgemacht, er muss gleich nach der Schule heimkommen. Der folgt überhaupt nicht. Ja, Kinder halt. Du. Fangt der nicht irgendwann einmal zum Stingen an? Ja, schon, aber bis dahin sollte man sich was überlegt haben. Ich weiß nicht. Bin in sowas einfach nicht gut. Ja, beim Umringen leicht schon, oder was? Ich glaube, wir sind sonst der Mama. Hey, hast du einen kompletten Gläscher? Wenn die das jemals erfährt. Simon, sie wird sowieso erfahren. Unser Papa ist tot und du bist schuld. Ja, hast du wieder recht. Aber wir könnten doch die Hexen fragen, ob die den wiederbeleben können. Sicher, das ist nur so ein narrischer herumrennt, der jeden das Blöder sagt, hätte meine Selbstkanzlei mehr produziert. Ja. Apropos Blut. Simon, sicher nicht. Das hältst du jetzt aus. Die Mama ruft schon wieder an. Ich darf zu ihr heimgehen. Geh lieber mal zu ihr heim. Nicht, dass sie nur misstrauisch wird. Und auch noch Simon, ich kann dich nicht allein lassen. Ja, sicher. Schau her, ich hab die Situation vollkommen im Griff. Ich pack das da. Ich schaff das. Glaubst du, kann man die Keller dir zusperren? Es steckt der Schlüssel oben in der Tür. Ja, passt, dann bleibst du da. Hallo, wo gehst denn du hin? Ich geh jetzt und du bleibst da. Spinnst du eigentlich? Nein, ich spinn nicht. Ich bin in den Keller. Hey, und wie willst du das der Mama erzählen mit deiner Verletzung? Was ist mein Problem sein? Willst du sagen, du hast da beim Leichen runtertragen in den Keller den Kopf angehauen? Oder was? Jimmy, ich hab das ja gesagt, der Typ hat uns was ins Trainer da. Martina, ich will jetzt raus, ich aus dem Haus, ich muss mir irgendeinen anderen Ausgang geben. Komm, wir springen jetzt aus dem Fenster. Wieso bin ich mit meinen Kleidern und Ratten rausgekommen? Ich greife zuerst aus dir und dann hilf ich dir, okay? Was zum Aufziehen? An dem Kübel. Ist da was passiert? Nein. Was war denn das jetzt? Oh, da geht's nicht aus, die Janine. Ah, es hätte mir irgendwie eingestessen. So ein Scheiß. Fuck mein Arsch. Ja, wenn man vom Arsch geht. Oh, du deppere Drecksau! Du sagst mir jetzt, was verdammt nochmal mit dem Haus los ist. Ich hab jetzt das nicht kapiert, oder? Was denn? Wie kommst du da nicht mehr aussehen? Wieso nein? Warum können wir nicht gehen, verdammt? Weil das Haus nicht will, dass sie wieder geht. Was heißt das scheiß Haus will nicht, dass wir gehen? Jeder, der bis jetzt in das Haus reingekommen ist, ist gestorben. Du redest nur Scheiße! Tina, so gar keinen Sinn mit dem Psychopathen! Du kannst jetzt mal nicht fressen, oder ich sag dir mal... Oder was? Willst du mich umbringen? Das siehst du dann schon. Du, da kannst du mal. Das siehst du dann schon! Ich darf mal heiraten. Du sollst die Fresse nein! Klaus! Lass jetzt! Jetzt habe ich ganz einen Glück in den Mund. Ich hätte noch einen Schnaps da. Ich scheiß auf deinen Schnaps! Wir werden noch so aus! Magst du nicht doch nur einen Kaffee? Du, danke, nein, ich muss jetzt wirklich heim. Nico! Grüß dich, Nico! Was ist denn mit dir passiert?
Ah. Hast du weh da? Nein, es ist eh nichts, nur eine kleine Kopfverletzung. War der Papa mit dir im Krankenhaus? Mama, es ist ja eh nichts. Okay. Wieso rufst du nicht an? Nein, es ist nichts. Du Sabine, ich muss jetzt wirklich gehen, gell? Mhm. Danke für den Kaffee. Danke, Silvia. Ja, tschüss. Bitte. Tschüss. Sag's mir du bitte jetzt, was los ist. Wo warst denn du so lang? Ja, was erledigen wir jetzt? Ja, und was? Was war denn überhaupt gestern mit Simon? Scheiße, Simon, wer ist das? Soll ich zu dir gehen? Nein, ich geh schon. Fuck. Ja, bitte? Hallo? Hallo. Wer bist du denn? Ich bin der Nico und Sie sind? Ich bin die Caroline, ich bin eine Bekannte von Richard. Ist der zufällig gerade? Nein, der ist leider nicht da. Was brauchen Sie denn? Ich wollte dem nur ein bisschen was vorbeibringen, aber das kann ich anders mal auch. Sie können es mir auch geben. Ist kein Problem. Nein, ich komme auch anders mal wieder, ja? Er ist das ganze Wochenende weg, der Papa. Ach so? Ja. Oh, dann bist du sein zweiter Bub. Genau. Richtig. Ja, entschuldige nur mal die Störung. Ja, er ist halt nicht so gut gegangen und er hat wen zum Reden gebraucht. Und der Papa war auch nicht da. Das ist ja wieder mal typisch. Zuerst sagt er, er kann bei ihm wohnen und dann ist er eh nicht daheim. Aber weißt du was? Dem werde ich jetzt was erzählen. Na, Mama. Mama, er wird dir eh nicht abheben. Ja, warum denn nicht? Ja, er ist unterwegs. Und wo ist er? Keine Ahnung, irgendwo mit der Firma. Ach so. Ja, ich wollte nicht sagen, dass alles passt, weil ich muss jetzt gehen. Ja, bei dir vielleicht. Janine, wir müssen selber schauen, wie wir da rauskommen. Die geschissene Transe hilft uns nicht weiter. Tine, ich will jetzt endlich raus aus dem Haus. Ich glaub's dir nicht, oder was? Ja, wer hat denn die Idee für die Schnitzeljacke? Aber jetzt war's meine Schuld, oder was? Wer hat den Hinweis in dein Haus versteckt? Janine, hol jetzt einfach die Pappen! Ich hol jetzt sicher nicht mehr Pappen! Ich wollte von Anfang an nicht in das Haus. Aber nein, Janine, sei kein Spielverderber! Das wird lustig! Und jetzt, hier! Es tut mir leid. Das hast du jetzt nicht da! Janine, es tut mir wirklich leid, ich wollte das nicht! Schlecht, du lass mich nur! Wir sollten uns echt nicht aufteilen, Janine! Ich scheiß auf dich! Ich bin da raus, du hast den deppernden Haus! Probier mal es über den Dachboden, ich Janine! Ich kann ihn nicht mehr! Ja, dann geh halt! Probier es halt alleine! Was passt denn jetzt so wieder vor? Geh aus dem Weg! Kommst du da nicht raus? Das hast du ja mal gesagt! Du bist so lächerlich. Ja, hast schon gesagt, schleich dich jetzt. Ich fühle dich so wie es gerade. Du sollst mich in Ruhe lassen! Sagt es mir alle an. Lieber lang. Dann sagt es auch tot. Was dann? Entweder du sagst mir jetzt, wie ich rausgekommen aus dem Scheißhaus oder du verpiss dich! Aber ich trage durch in den Scheißhaus!
Du schon wieder? Wir schon wieder? Ich hab keine Angst vor dir. Nicht? Wir spielen aber die taffe Tina. Dabei wissen wir genau, was in uns vorgeht. Es zerfrisst uns. Was ist los? Das verstehst du nicht, Nico. Aber ich will halt nicht alleine sein. Hä, wieso? Irgendwer verfolgt mich. Was? Ja, ich sehe immer so eine Maske. Glaubst du nicht, dass du das nicht daheim willst? Ja, kann eh sein. Wahrscheinlich hast du eh recht, aber ich will, dass du heute daheim bleibst. Mama, es geht nicht. Der Simon braucht. Ja, was ist denn mit Simon? Weißt du was? Wir fahren jetzt beide hin und dann holen wir ihn. Mama, er will dich nicht mehr sehen. Ja, ich muss jetzt gehen, Mama. Nein, Nico! Ich halte das nicht mehr aus. Verlass mich du jetzt auch noch. Nein, Mama, ich verlass dich nicht. Ich muss nicht da. Ma, Simon ist gerade wichtiger, Mama. Es tut mir leid. Was ist denn los? Marlene. Wo ist mein Tee? Ich kann das nicht mehr. Was? Was redst du? Was redst du? Es tut mir so leid, aber ich schaff das nicht. Was redst du? Ich liebe dich über alles, aber kann nicht. Ja, ideal. Aber was ist los? Du weißt gar nicht, was du redest. Die ist an ihrer Krankheit gestorben. Nein, ist es nicht. Ich habe mir den Polster ins Gesicht gedruckt und dann ist er still. Tina, das Haus macht dich komplett wahnsinnig. Du weißt gar nicht, was du redest. Ich weiß schon, was ich rede, wenn ich dich umbrach. Verstehst du das? Jetzt da noch einmal. Das ist mein Name. Au!
stehst, nicht, dass da keiner mehr kommt. Ah! Geh weg von mir! Jetzt liegst du da unten im Träg. Endlich, ja, wo du dich hinkehrst. Was willst du von mir? Ich meine, wer sich auch für dich erschlanken liegt heute halt einmal. Im größten Sieb. Lass mich in Ruhe! Solltest du eigentlich bei deinem Ehemann sein. Und stattdessen liegst du in deinem verrückten Haus umeinander. Ich bring dich um, du Sau! Ja, mach! Bring mich um! Geh weiter! Mann, wer von uns ist da die Drecksau? Hat der Florian überhaupt eine Ahnung, wie viele Männer wir gehabt haben? Wenn es nach dem gegangen hätte, hätte man nicht einmal wirklich heiraten dürfen. So ein Verschleiß! Ich stich die ab! Und Spaß hat es uns gemacht. Ja. Ja. Erinnerst du dich? Ich werde dich umbringen! Verschwind jetzt endlich! Na, na! Bitte nicht! Der Florian, was du hast! Oh, Herr! Mama, bist du im Oh, fuck! Na! Bitte bleib bei mir, bitte! Florian! Hörst du mich nicht? Ich mag bitte komm zu mir zurück, bitte. Ich kann doch ohne dich nicht sein. Florian, bitte, es wird wieder gut. Es wird wieder gut. Ich mag's wieder gut. Ich mag's wieder gut. Bitte bleib bei mir.